Ich bin mit Colitis ulcerosa diagnostiziert worden dieses Jahr um Ostern rum, also vor 3 Monaten ungefähr. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Ärzte und Ärztinnen, also der Gastroenterologe, bei dem ich bin, sehr stark auf die klassische Medikamentierung fokussiert ist, was ja auch sein Job ist, was ja auch total gut ist, dass er das gut macht. Aber was mir total aufgefallen ist und was mir fehlt, ist, dass das Thema der Ernährung überhaupt nicht da aufgekommen ist, weil es ja, also offensichtlich. Also eigentlich ist es bei allen Gesundheitsthemen, eigentlich sollte man darauf achten, wie man lebt und was man isst und was man mit seinem Körper so macht. Aber gerade bei Themen im Verdauungstrakt ist es ja besonders offensichtlich, dass es irgendwas mit der Ernährung zu tun hat, in welchem Sinne auch immer. Und das fand ich irgendwie sehr überraschend, dass da überhaupt nichts kam, dass der Gastroenterologe das auch so alles so von sich gewiesen hat. Nach dem Motto, schauen Sie mal, was Sie vertragen. Und dann können wir später vielleicht mal gucken, dass sie dann eine Ernährungsberatung machen. Aber ja, alle Informationen, die ich mir jetzt dazu holen konnte, gibt es ja zum Glück viel im Internet inzwischen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich vor 40 Jahren oder vor 20 Jahren damit diagnostiziert worden wäre, dann hätte ich mich, glaube ich, wesentlich hilfloser gefühlt in diesem Bereich. Denn das Essen ist ja was, was man wirklich alltäglich kontrollieren kann. Und dass ich da zumindest, inwiefern es dann hilft, ist dann. Kann man nie sagen, weil ich ja nie weiß, wie es anders gelaufen wäre, aber zumindest habe ich da das Gefühl, dass ich da eine Kontrolle halt habe, dass ich da das auf jeden Fall nicht negativ beeinflussen kann, wie die Krankheit weiterverläuft. Ich glaube, also es ist ja vollkommen klar, dass der Arzt ein Arzt ist und kein Ernährungsberater, aber ich finde, dass man trotzdem so ein bisschen so Basic-Informationen mal der Patientin mitteilen könnte, wie bestimmte Lebensmittel sind eher entzündungsfördernd und bestimmte Lebensmittel sind eher entzündungshemmend. Also ja, das finde ich, das könnte man schon so ein bisschen wenigstens kommunizieren. Ich habe in meinem Bekanntenkreis einige Leute, die Depressionen haben. Und da ist es ganz klar, dass dieses Stigma in der Gesellschaft noch total stark ist, dass man nicht darüber redet oder dass viele auch davor Angst haben, dass im Arbeitsumfeld davon Leute erfahren, weil sie Angst haben, dass dann ihnen nicht mehr so viele Aufgaben zugetraut werden oder so. Und ich war überrascht davon, dass sich das dann in dem Umfeld, in dem ich jetzt so bin, mit anderen Leuten, die eine ähnliche Diagnose haben wie ich, dass das auch ein Thema ist, dieses gesellschaftliche Stigma. Was mir gar nicht so klar gewesen war vorher. Also, da hilft mir auch, dass ich relativ schamlos bin, was Themen betrifft und nie ein Problem damit hatte, zum Beispiel meiner Chefin zu sagen, ey, ich habe Durchfall. Aber das fand ich erstaunlich, als ich dann so andere Leute kennengelernt habe, dass das wirklich noch ein großes Thema ist, dass Leute einfach unglaubliche Angst davor haben, dass Leute davon erfahren, von ihrer Krankheit oder von den Symptomen oder so. Und das finde ich total schade, weil eigentlich ist es ja nur halt ein Durchfall und Bauchweh meistens. Also ich meine, es gibt auch noch schlimmere Begleiterscheinungen, aber dass das ja eigentlich hilft einem ja immer, wenn man über Dinge redet und wenn man auch in der Gesellschaft da ein bisschen ein Bewusstsein für schafft. Und da hoffe ich, dass sich das in den nächsten Jahren so ein bisschen verändert, dass das nicht mehr so schambehaftet ist, das ganze Thema, weil das hilft ja niemandem. Oder? Ja.